Aber mega, also ich muss sagen, es ist eine der besten Wochen, also der. Habe schon vorgetragen, aber habe ich doch nicht gemacht. Aber hat das dann sofort die Bussarde kommen, ja? Ja. Da trägt man sich einmal nicht ein und zack ist das Studio belegt und die Leute kriegen jetzt unsere wundervollen Stimmen in nicht ganz so wundervolle auf die Ohren. Das merken die gar nicht, oder? Ja, weil die dumm sind. Und taubstumm, weil die alle so alt sind am Radio. Ja, am Radio. Hallo. So, das war jetzt vielleicht viel zu übertrieben laut, Leute. Keine Ahnung, das ist ja alles scheiße. Wir sind unten im Ranzstudio. Das Studio, von dem ich sagte, da gehe ich nie wieder rein. Und heute ist nie wieder. Ja, kaum bin ich wieder zurück aus Spanien, muss ich mir diese Scheiße hier... Hallo? Hallo, Rekord? Oh Gott, bin jetzt kurz auf die Leertaste gekommen in meinem Zorn. Ja, ich bin so wütend, ich gehe gleich in eine Shisha-Bar und rauche eine Faserpfeife. Du warst doch genau richtig im Ausland, weil hier war es so stürmisch tatsächlich in Deutschland. Ja, Blutsturm auch überall, ne? Nee, das ist ja passiert, als ich wieder da war. Als du schon da warst, ja. Mist. Merkst du, Muster, ich komme wieder und auf einmal... Nein, Leute, hallo, wir sind Brennpunkt Internet, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir sind geschmacksverirrt, ich wortwörtlich, Tino nur metaphorisch, aber wenn das für euch nichts ist, schaltet ganz schnell ab, aber ihr habt ja schon eingeschaltet, also bleibt doch einfach an der Leitung. Bleibt da, ist doch komm. So schön hier. Auf den Inhalt kommt es ja an und nicht genau. auf die Größe. Wir sind geschmacklos, wir sind schwarzhumorig, aber... Aus irgendeinem Grund ist das auch was Gutes. Legt's euch selbst zurecht. Alter Schwede, dieser Ausschlag hier, ne, der ist ja halt nicht mal ansatzweise hinten. Egal. Wir machen das jetzt hier. Wir sind im Ranzstudio. Herzlich willkommen. Saftiges Aloha. Tino Rana. Robin Nosterafo. Ich dachte gerade an, weil du jetzt so kontextlos gesagt hast, der Ausschlag, der ist nicht mal hinten. Ja. Das fand ich schon sehr witzig. Ja, du wieder hier mit deinem sexuellen Innuendo, Junge. Ich bin doch jetzt ein beruflicher Sexualpädagoge. Da kann ich mir das nicht verkneifen. Also... Bevor wir dazu kommen, was jetzt schon wieder hier für rechter Terror in Deutschland ist und Tino wieder wir steigen später ein. Seine Hasstiraden einsteigen kann. Was geht denn bei dir privat, Tino? Privat? Wie ist es denn? Wie ist denn das Wertebefinden? Ich wollte gerade sagen, dass wir beide immer bekannter werden und unsere Popularität immer mehr ansteigt. Ist das weil so? Ich echt immer öfter angesprochen werde auf dem Podcast, auch von Leuten, die ich nicht kenne. Ich bin neulich, da war ich nochmal abends im Büro und habe ich dann meine Kapuze übergezogen, bin nach Hause gelaufen. Das war irgendwann nachts um 11 oder so. Mhm. Und da ruft jemand irgendwie so aus so einer Gruppe Jugendlicher, ey Tino! Geiler Arsch! Und ich dachte erst, ich kenne ihn vielleicht, dachte so moin, sagte, ja, geiler Podcast immer, ich hör das voll geil. Nice. War ich nur so, danke. Und ich war vermummt halt, ne, mit Schal im Gesicht und Kapuze, weil es so stürmisch war. Und er kennt mich an meiner, weiß ich nicht, woran er mich erkannt hat. Am Arsch vielleicht. Ja. Der Radioarsch. Also ansonsten, ich kann nicht klagen, ich habe zu tun, ich habe aber auch genug Freizeit und ich freue mich gerade meines Lebens und der Sonne. Mhm, und bei ist dir, das so, ja? Und bei du dir freust lieber. Dich hier in Deutschland an der Sonne. Willst du mich eigentlich verarschen? Also wenn ich drin sitze und ich da draußen gucke, dann ist ja, es immer es schön sieht sonnig. Halt wirklich gerade sehr nach Richtig. Frühling aus, aber so fühlt es sich leider nicht an. Da ich eh nie rausgehe, ist das ja alles kein Ding. Ich habe halt jetzt auch den direkten Vergleich, da ich ja, wie gesagt, aus Spanien komme. Und da war halt also zwischen 20 und 25 Grad so. Mhm. Abends waren es dann auch mal 16, ja. Geht's auch mal runter. Frostig. Ja. Und dann kommst du hier wieder her, sitzt dann irgendwie in Frankfurt rum, was übrigens sehr nah ist. Ich bin durch Hanau durchgefahren, vor kurzer Zeit erst. Und dann denkst du so, oh nee, I wanna go back. Mm. Es war schon sehr schön. Ich habe, wie du hier im Vorgespräch angesprochen hast, meinen Körper sehr geschunden. Das Videoresultat wird sich in wenigen Tagen auf Nosferafe TV befinden. Ich freue mich sehr drauf. Und eins der Videoresultate, also ein fertiges Video habe ich und dann habe ich noch ein halbfertiges. Eins konnte ich leider nicht mehr machen, weil Friedrich krank geworden ist und so. Ist völlig egal, aber ich habe noch ein halbfertiges. Das werde ich jetzt über mehrere Wochen hinweg an verschiedenen Orten machen. Ich glaube, das wird geiler dadurch. Und dann wird das auch noch sehr geil. Der Friedrich hat mir auch sehr leid. Also Nice der Stories, hat ja. Corona gehabt, ne? Ja, das in Spanien gerade. Apropos Corona, ey. Da können wir eigentlich ganz kurz direkt einsteigen. Denn das fand ich so meine lustige News der Woche. Ich hatte ja irgendwie vor 2 Wochen, glaube ich, von diesem Kreuzfahrtschiff erzählt. Ja. Wo bis dahin irgendwie so 50 Fälle Corona waren. Mittlerweile sind es halt viel mehr. Ich glaube, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade ist. Es ist auch das schon wieder ein paar Tage her. Das Corona-Schiff wäre irgendwie von der Küste von Japan oder so. Die dürfen nicht andocken. Ich habe es überflogen, aber es war so lustig.
immer höhere Anzahl an Corona-Leuten, die dürfen nicht aus der Kajüte raus und so weiter. Aber sie kriegen jetzt von der japanischen, ich glaube, war die japanische Regierung, kriegen sie 2000 iPhones geschenkt als Kompensation. Ist das geil? Alter, das hat sich ja voll gelohnt. Und der Top-Kommentar unter dieser Nachricht war, oh nein, jetzt werden die noch mehr bestraft, weil die Apple-Produkte nehmen müssen. Fand ich ganz gut. Ja, also das Corona-Schiff, googelt mal selber. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt immer noch... Brennpunkt Internet, googelt mal selber. Ja, also man muss sagen, die letzten zwei Wochen waren schon sehr, sehr eklig. Es ist viel passiert. Voll fette Wochen, ja, nicht nur politisch, auch in anderen Richtungen. Das Tanzverbot daraus. Und wir kriegen eigentlich die, also wir würden damit 3 Stunden vollkriegen, glaube ich, was passiert ist. Ich würde gerne mit den leichten Themen anfangen, wenn es dir genehm ist. Mit den leichten Themen? Leichen. Excel zum Beispiel. Die leichten Themen, genau. Also doch, na, ist egal. Nee, die leichten. Also wir müssen jetzt, da du sagst, unsere Beliebtheit steigert sich, wir müssen jetzt heute wieder so richtig eklig sein, dass die Leute sagen, ach du Scheiße, das habe ich mir jemals angehört. Das muss ich echt die Waage halten. Wenn wir zu populär werden, müssen wir wieder ganz viel abschrecken, um auf diesem Underground-Level zu bleiben. Das stimmt. Das ist ganz wichtig für uns. Ja, die Underdogs sind halt immer die coolen. Sobald wir dann richtig fame sind, heißt es, oh toll, Brennpunkt, Kotze. Hm. Ja. Immer so ernste Themen. Also was ist denn jetzt ein leichtes Thema? Ich würde gerne einsteigen und zwar... Würde ich gerne, dass du anhand einer Schlagzeile errätst, was passiert ist. Ja. Habe ich erst gestern gelesen, folgendes. Also sollte man in der Regel tun können, ansonsten sind es schlechte Schlagzeilen. Pass auf. Ja. Excel95, ja? Ja. YouTuber, kennen wir. Ja. Also die alten Damen und Herren da draußen nicht. Ein ganz dicker YouTuber und er sagt ja die leichten Themen. Toll. Wird ihm das Waschen der Unterhose mit Zahnbürste zum Verhängnis? Ah, das ist passiert. Ja, das ist problematisch, weil das habe ich gerade vor einer halben Stunde noch mitbekommen. Ah, er hat nämlich ein Video gemacht, wo er seine Unterhose mit einer Zahnbürste wäscht, warum auch immer. Ja. Und das gefällt YouTube jetzt im Nachhinein doch nicht mehr und er hat einen Strike dafür bekommen. Seinen zweiten Strike vor allem. Beim nächsten ist er halt raus, ne? Und er kann jetzt auch 2 Wochen nicht hochladen und nicht livestreamen auf dem Kanal und ist ganz traurig und hat dann ein Tanzverbot gefragt, hey, kannst du deinen YouTube... Kollegen hier mal fragen und so weiter und so fort. Ja, das ist aber Teil eines größeren Themas, denn YouTube hat mal wieder die Richtlinien verstrafft. Ja? Schon wieder. Ja, und Excel ist nicht der Einzige, der darunter leiden muss. Tanzverbot hat, glaube ich, auch was gelöscht bekommen, aber am meisten getroffen oder am präsentesten war das Thema bei Mimi. Der hat ja jetzt die letzten 2-3 Wochen damit verbracht, jede Woche 2 Videos gegen Leon Mascher hochzuladen, wie er seine Videos so auseinander nimmt. Ja. Und da wurde jetzt eins auch gelöscht. Mehrere Gründe gab es. Er hat es einmal angefochten, irgendwie wegen Urheberrechtsverletzung, glaube ich. Das wurde dann wieder freigegeben. Mhm. Einen Tag später war es dann wieder gelöscht wegen Cybermobbing. Und da ist nämlich der Knackpunkt. Oh. Du darfst jetzt auf YouTube nicht mehr so Leute kritisieren. Wir tanzen jetzt alle nur noch Ringel-Ringel-Reihe und fassen uns schön gegenseitig ans Fläumchen und sagen, wie toll wir alle sind. Weil wenn man auf YouTube jetzt sagt, ey, guckt mal, was der da falsch gemacht hat und wie der seine Zuschauer verarscht, das ist dann Cybermobbing. Das kann ja auch uns betreffen, ne? Wir reden ja auch hier über andere Leute und zeigen mit nacktem Mittelfinger in die Po-Löcher von anderen Leuten. Richtig. Auch wir können gestreikt werden, oh mein Gott. Aber ich glaube, die hören, glaube ich, keine Podcasts. Ja, da sind die zu faul für. Menschen. Wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt habe, Excel ist dick, ist das schon Cybermobbing oder ist das einfach eine empirische Feststellung? Da kann ich eine Expertise von mir geben. Ja. Wir hatten nämlich für die Partei ein Plakat früher, auf dem drauf stand, Merkel ist doof. Ja. Das wurde uns quasi verboten. Weil man erst Merkel einem Test unterziehen muss, ob sie echt doof ist. Das ist nämlich eine Wertung. Dann haben wir einfach aus diesem Plakat Merkel ist dick gemacht. Und das ist nämlich ein Fakt, dass Merkel ja nicht schlank ist. Ja, deswegen aber durften wir das aufhängen. Man könnte es doch wahrscheinlich so drehen, wenn ihr auf das Plakat schreibt, wir finden Merkel ist doof. Dann wär's doch wieder okay, oder? Das ist aber kein Populismus mehr. Das muss ja ganz kurz gefasst sein. Ja, das mag ja sein, aber ich meine jetzt nur für uns. Wenn ich sage, also ich finde, wenn ich mir Excel angucke, dann finde ich, dass der dick ist. Ja, das ist, glaube ich, eine andere Ebene. Dann sage ich nicht objektiv, Excel ist dick, aber ich sage, es ist meine Meinung, dass der dick ist. Also meine Meinung zum Holocaust ist ja übrigens... Also habe ich auch noch eine gute Fußnote zu diesem Thema. Kein Podcast ohne Holocaust-Leugnung. Ja, tatsächlich. Hat mit dem Hauptthema zu tun, was wir gerade galant umschiffen noch so ein bisschen. Ja. Weil wir nicht wissen, wie wir da einsteigen sollen. Also ich weiß, Typ von Halle, genau. Der wusste auch nicht, wie er in sein Auto einsteigen soll. Oder in die Moschee einsteigen soll. Ja. Der wusste ja gar nichts. Es war aber eine Synagoge, Tino. Ja, ich weiß. Da musst du jetzt wirklich aufpassen. Das war eine Satire auf die Unwissenheit von anderen Leuten. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall großartig, ganz großartig, was da auf YouTube gerade abgeht.
Nicht kritisieren. Aber betrifft ja jetzt dein Content zum Glück nicht. Du hast ja kein Zeug, was andere kritisiert. Du bist ja eher auch so gute Laune und alle sind gut drauf. Und das stimmt. Ich mache mich selber dumm. Wenn das weiter in die Richtung geht, kann man auch irgendwann auslegen, das ist Harassment, was ich halt auf der Straße mit den Leuten mache. So. Dann darfst du gar nichts mehr machen. Da filmst du nur noch Katzen. Und das ist halt der erste Schritt zum totalitären System YouTube. Dann sagt es halt jeder, wenn du YouTube kritisierst, dann ist das auch Cybermobbing. Dann gehe ich hin zu Vidmi, ist mir egal. Susanne Wojciechowski, ja, Vidmi, das wird ganz groß, habe ich gehört. So wie jeder andere YouTube-Konkurrent, der jemals aus dem Boden gefallen ist. Aus dem Boden gefallen. Ja. Leider nicht. Ja, YouTube hat eben noch sein Monopol. Alle gehen auf YouTube. Obwohl es mich immer mehr ankotzt als Free-User, dass ich echt vor jedem Video eine Werbung mir angucken muss. Ja. Ich gucke die auch immer an. Ich finde das voll doof. Und ich finde das nicht gut, dass es irgendwie Mittel und Wege gibt, das zu umgehen. Du meinst den Ad-Blogger? Ja, der ist ja schon alt. Es gibt da vielleicht bessere Alternativen, aber verwenden wir nicht, denn wir wollen ja YouTube finanziell unterstützen. Na, die Künstlerinnen und Künstler vor allem, die will ich unterstützen, nicht YouTube. Die haben genug Geld, glaube ich, durch Google und Co. Ist korrekt. Oh, viel Geld, das ist auch so ein Thema, Tino. Tino, hatte ich mich in den Haaren mit Herodes eigentlich nicht so sehr, aber wir haben kurz geredet. Ich wollte es nur kurz künstlich aufbauschen. Eine hitzige Diskussion. Nee, mach's ruhig ein bisschen aggressiver. Sag ruhig, dass ihr euch geschlagen habt am Ende, dann ist es spannender für die Hörerinnen. Liebe Leute, die jetzt vielleicht nicht wissen, wer Herodes ist. Ja, der war jetzt leider nicht bei uns zu Gast. Ja. Aber vielleicht die Radiohörer. Herodes ist in einem fragwürdigen Verwandtschaftsverhältnis mit mir. Ja, es ist halt ein Kreis, ne? Es ist ein Kreis. Ich würde sagen, es ist eine Spirale, die irgendwie vor der Wand fährt, aber ist egal. Der hat mich darauf hingewiesen, dass der gute Jeff Bezos, seines Zeichens aktuell mal wieder reichster Mann der Welt, 10 Milliarden Euro donatieren möchte für den Klimawandel, beziehungsweise gegen den Klimawandel, hoffe ich. Mhm. Ja, so, und da meinte er mit harscher Kritik, ja, mit fruchtig ummantelter, harscher Kritik kam er dahergeritten auf seinem Ross des Argumentums und meinte, ja, da ja euch, bei euch im Brennpunkt ist ja immer so der Konsens, die Reichen sind alle scheiße und wir müssen die alle aufessen und lasst denen mal alle die Schädeldecken eintreten. Ja. So, das ist ja so unser Konsens. Da habe ich vielleicht nicht ganz widersprochen, weil ein bisschen ist da vielleicht was dran, aber nicht ganz. Wenn wir jetzt mal ein bisschen Real Talk machen, ja, so. Nicht alle Reichen sind automatisch scheiße, aber ich weiß gar nicht, wie sind wir da drauf dann gekommen, genau, weil es darum ging, ich kann es auch raussuchen, Mann. Es ging darum, dass er meinte so, er hat das lieber bei, oder ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich habe halt gesagt, in der Theorie willst du halt lieber, dass das Geld relativ gleichmäßig verteilt ist. Er hat dann kritisiert, dass das dann aber quasi der Staat verwaltet. Und dann sage ich halt, in der Theorie ist das ja was Gutes, weil theoretisch werden ja Experten in die Position gewählt, die dann quasi den Staat ausmachen. In der Theorie. Ja, in der Theorie. Und dann finde ich aber diese Theorie immer noch besser als die Gefahr, dass einzelne Leute sehr, sehr viel Geld haben und das dann nach eigenem Gutdünken verwalten. Ja? Und die Beispiele, die es so gibt, zeigen halt auch, dass nicht alle Milliardäre die allergeilsten Leute sind. Selbst ein Elon Musk ist halt nicht lupenrein. Ja? Diese ganze Geschichte mit dieser Fußballmannschaft da in Indonesien oder wo es war, das war auch ein einziges Desaster und so. Also es sind nicht alles nur super geile Leute. Aber natürlich, wenn das so rüberkommt, es sind nicht auch alle Reichen automatisch, weil sie reich sind, scheiße. Es ist ein strukturelles Problem, das heißt, so wenige Leute so reich sind. Darum geht es ja. Und es gibt auch Reiche, die nett sind. Ich kenne jetzt persönlich keinen Reichen, der nett ist. Also jetzt nicht in der Millionenschwere. Das ist ja auch so ein Ding. Also um Millionäre geht es mir ja nicht mehr. Aber Milliardär, weißt du, wie viel das ist? Ja. Das ist so viel und das braucht ein einzelner Mensch an sich. Ich habe auch mal gelesen, dass irgendein Großunternehmer, der auch Milliardär ist, der könnte all seinen Mitarbeitern jeden Monat 1 Million Euro oder Dollar überweisen, er hätte in 100 Jahren immer noch irgendwie so und so viel Geld über so und das ist halt den krass. Vergleich fand ich ganz nice, auf den gehe ich auch ganz kurz noch ein oder dann nachher vielleicht, wenn die Leute dann wie sagen, oh, jetzt geht's hier doch um die USA, ich kotze.
Der Michael Bloomberg ist ja auch ein demokratischer Präsidentschaftsanwerber, der sich jetzt reingekauft hat. Der war bis gestern nicht einmal auf einer Debattenbühne, also musste überhaupt nichts machen und hat einfach nur durch 350 Millionen Dollar, die er investiert hat, quasi sich reingekauft, bis zu 15% in den Wahlumfragen, obwohl keiner jemals was wirklich von dem gehört hat, außer halt seine Werbungen, die er überall geschaltet hat beim Super Bowl und so. Und der ist halt fucking out of touch, der hat keine Ahnung, der ist ein übelster Rassist, der hat damals in New York das eingeführt, dieses Stop-and-Frisk-Verfahren, dass du quasi besonders, und hat er auch betont, besonders Dunkelhäutige und People of Color muss man halt kontrollieren. Stop-and-Frisk heißt einfach nur, dass die Polizei dich ohne Verdacht an die Wand stellen kann und untersuchen. Ja. So, das hat er halt eingebracht in New York und haben Hunderttausende darunter gelitten. Und das ist jetzt quasi der potenzielle demokratische Präsidentschaftsanwerber, der nichts anderes gemacht hat, außer einfach ganz viel Geld in die ganzen Networks zu werfen und seine Werbung da zu platzieren, die das natürlich dann wieder gut finden, weil die kriegen ja das Geld. Ja, ja, klar. Das heißt, der ist de facto ein Oligarch, der einfach sich da reinkauft und sich die Gunst der Medien erkauft. Jetzt war er auf der ersten Debatte kurz vor Nevada. Nevada ist morgen, beziehungsweise gestern, wenn das Ding hier ausgestrahlt wird. Und da hat er auf ganzer Linie versagt, weil er einfach offenkundig war, dass einfach keine Ahnung hat und er in einem richtigen politischen Disput keine Chance hat. So. Weil er halt einfach nur das Geld hat, aber nichts dahinter sozusagen. Er ist quasi der demokratische Trump, kann man sagen. Ja, schon. Sehr. Er ist ja die neuntreichste Person auf der Welt. Trump, wow. Trump sagt, er wäre reich. Na gut, mittlerweile durch seine Präsidentschaft. Wir sind schon wieder viel zu sehr in den USA. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich bin aber mit dieser ganzen Diskussion auf die skandinavischen Länder gekommen mit Herodes. Darum ging es nämlich eigentlich, weil die, und das hatte ich dir auch was da geschickt, ich weiß nicht, ob du es dir angeguckt hast, ist auch nicht so schlimm, die haben nämlich sehr kleine Unterschiede zwischen Arm und Reich. Ja, Hab ich mir angesehen, natürlich. Hast du dir angesehen, ja. Genau. Und das habe ich wiederum angesehen, weil eine große Nachricht diese Woche war, ich hoffe, ich finde es jetzt, ich glaube irgendwie, ein UN-Report hat gesagt, dass die steigende Ungleichheit auf der Welt die ganzen Demokratien ins Wanken bringt. Ja. So, das ist ein offizieller UN-Report, kann man nachlesen. Washington Post hat es gepostet damals. Damals, weiß ich, 6 Tage her oder so. Und darauf bin ich dann darauf gekommen, auf dieses Video, dass es selbst den Reichen besser geht, also ne, von allen Parametern, die man da so nehmen kann, mit Glücklichkeit und sowas, in diesen Ländern, wo die Schere zwischen Arm und Reich nicht so groß ist, nämlich viele dieser skandinavischen Ländern. Und da habe ich dann halt auch hier so Korruption zum Beispiel, ist dann Dänemark ganz oben, Dänemark, Neuseeland, Finnland, Schweden, Norwegen noch auf der 7. Ja, all diese Sachen. Und dann gibt es so ein Happiness-Index, Länder nach dem World Happiness Report, wo dann gegangen wird nach Bruttoinlandprodukt, soziale Unterstützung, gesunde Lebenserwartung, Freiheit, Lebens, bla bla bla. Und auch da Norwegen auf der 1, Dänemark auf der 2, Island, Schweiz, Finnland und Schweden dann auf der 10. Also man sieht auf jeden Fall so eine kleine Korrelation zwischen, okay, da ist die Schere nicht so weit auseinander. Weil die auch mehr Freunde haben, die Millionäre. Die haben ja da mehr Millionäre, also mehr reiche Leute. Ja, und trotzdem gibt es in diesen Ländern ja Milliardäre, weißt du? Ja. Aber im Ganzen ist es halt nicht so, zum Beispiel in Amerika ist es so, Michael Bloomberg hat so viel Geld zusammen wie die ärmsten 120 Millionen US-Amerikaner. Das ist so fucking krass. Ja, ist es auch. Und da sage ich einfach, okay, vielleicht braucht es nicht solche Menschen. Ich sage nicht, dass die automatisch alle übelst scheiße, korrupt oder sonst was sind. Wobei ich glaube, dass da vielleicht ein erhöhtes Risiko ist. Ja, ich glaube, so ein neuntreichste Person ist eher korrupt als irgend so ein Typ, der im Ghetto wohnt. Vielleicht. Ja? Aber egal. Also ich muss betonen, bevor das jetzt zu sehr so ausartet. Natürlich ist das eine gute Nachricht, wenn Jeff Bezos sagt, hey, 10 Milliarden investiere ich jetzt in welcher Form auch immer für eine bessere Umwelt oder was auch immer jetzt genau dabei rauskommt. Das will ich bei dem ganzen Ding nicht irgendwie unter den Teppich kehren, dass das ja trotzdem eine gute Nachricht ist. Ja, keine Frage. So. Ja, sprich. Nee, weil du gerade sagtest, weil du gerade sagtest, es braucht solche Menschen nicht, es braucht diese Art von Menschen nicht. Also ich glaube, dass ein Milliardär an sich,
den kann man ja nicht einfach vernichten, ja. Ich bin ja ein liberaler Mensch. Man kann schon. Man kann, aber man, ich weiß nicht, man sollte es vielleicht nicht tun. Ja. Ich bin ja ein gewaltfreier Mensch, wie man mich kennt. Und ich finde, man sollte den Menschen einfach nur ihr Geld wegnehmen und, ja, nicht sie wegnehmen. Es ist doch nicht meine, mal das Geld wegnehmen. Ja, darauf bin ich auch. Wir sind schon wieder so bei US-Politik. Wir kommen gleich zu Schießereien, die dann voll actiongeladen sind. Keine Sorge. Aber das habe ich ja auch gesagt. Bernie Sanders zum Beispiel, der jetzt ja schon öfter von mir erwähnt wird, geiler Typ, ne? Der möchte ja auch eher zu diesem skandinavischen Modell einfach hin. Mhm. Und da heißt es ja nicht, wie gesagt, da gibt es auch Milliardäre. Das heißt nicht, dass die dann plötzlich super arm sind, dass sie plötzlich Bettler sind oder sonst was. Das heißt nicht mal, dass sie, es ist ja nicht mal vorgeschlagen, dass da dieses Level Cap, was ich als radikale Idee ansehe, aber eigentlich als gute, Level Cap von, was weiß ich, 100 Millionen zum Beispiel, mehr braucht ein Mensch einfach nicht. Ja, denke ich auch. So, und wenn man dann doch irgendwelche ganz großen Sachen aus dem Scheiß stampfen will, dann kann man sich immer noch zusammentun oder sowas. Mhm. Ich sag nicht, ich fände es als Idee ganz gut. Ist egal. Das will aber gerade keiner und das ist auch okay. So. Und ein Bernie Sanders schlägt halt nur das vor, dass dann Leute, die, ich weiß es nicht genau, wie es ist, irgendwie ab 10 Millionen ist dann der höchste Steuersatz mit 55% oder ich weiß es nicht, aber weißt du, das ist ja gar nicht so schlimm. Also die sind ja trotzdem noch reich wie Arsch. Also. Ist es auch nicht, aber das, ja, die Millionäre und Milliardäre haben eben so viel Einfluss, das wird nicht so schnell passieren. Und für mich halt auch immer wieder der wichtigste Punkt, auch gerade bei einem Jeff Bezos. Klar, der sagt, jetzt mache ich es halt wieder so, ist ja keine gute Nachricht, doch ist es, ja, steht vor allem dran. Aber der hat seinen Reichtum halt ganz klar, nicht zu 100%, aber ganz klar zu einem gewissen Teil einfach Ausbeutung von Menschen zu verdanken. Es ist halt so, fast alles, habe ich auch schon mal gesagt, habe ich das hier im Podcast gesagt, egal, fast alles, was für mich irgendwie ein Schnäppchen ist oder von Vorteil oder so, ist halt, weil irgendjemand anderes in dieser Kette dann quasi schlechter dasteht. Ja, die richtigen so. Arbeiter halt, ne? Die verdienen gerade so am Mindestlohn und die Chefs, die sacken sich die Millionen ein im Jahr. Ja, und die Arbeitsbedingungen bei Amazon zum Beispiel sind jetzt auch nicht die geilsten. So. Ich glaube auch nicht. Wenn der halt stattdessen einfach jedem Arbeiter 1 Euro mehr die Stunde geben würde, das wäre wahrscheinlich ziemlich viel, aber das würde ihn halt, das würde ihn nicht jucken. Bei seinen 110 Milliarden würde den das wahrscheinlich nicht jucken. Auf keinen Fall. Naja. Aber ich möchte auch nicht zu intensiv jetzt drüber reden, denn ich muss bemängeln, wir sitzen hier gerade relativ alleine und machen hier schönes Kekswichsen. Der Herodes kann sich hier gerade nicht, einbringen. Ja, sich wehren. Wir laden ihn gerne ein. Es geht ja nicht gegen ihn. Wir haben da einfach eine Meinungsverschiedenheit vielleicht so ein bisschen. Das ist ja auch okay. Das ist in Ordnung. Ja. Auch weil er mal zu uns sagte, dass wir im Podcast ja auch immer uns nur abwichsen würden. Wir beiden würden immer in allem zustimmen. Ja. Ist nicht ganz so, finde ich. Wir haben auch unsere Meinungsverschiedenheiten. Das ist auch meistens in Ordnung. Ja. Naja, ich erwähne noch Tom Steyer, denn der ist auch Milliardär. Ist auch einer der Präsidentschaftsanwerber, obwohl der eigentlich keine Chance hat. Und den finde ich eigentlich auch voll in Ordnung so. Der hat halt auch von Anfang an gesagt, seine Hauptprämisse da anzutreten ist Klimawandel. Und sehr nice. So. Kann was bringen. Also ich will nicht sagen, dass alle Milliardäre automatisch scheiße sind. Nicht alle. Ja. Aber Robin, wir kommen nicht drum rum. Ja. Wir reden gerade von Scheiße, von brauner Scheiße. Und ja, ich würde gerne nicht darüber reden müssen, aber es ist halt wichtig, ja. Aber alle wollen hören, wie wir darüber reden. Welchen schwarzen Humor zaubern sie jetzt wieder aus dem Ärmel? Ha, 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 ha. Es ist halt viel Schießschabar. Schießschabar, ja, das ist nicht schlecht. Aber das muss ich ganz kurz sagen, ey, da habe ich ein Interview gesehen, so irgendwie Tagesschau oder nee, nicht Tagesschau, was war das? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie so Zeugen befragt vor Ort. Mhm. Und die hat halt, also die war nicht, vielleicht nicht gebürtig Deutsch, hat auf jeden Fall nicht ganz Hochdeutsch gesprochen. Und hat dann statt Schießen, hat sie Schissen gesagt. Ja. So, und das war sehr, sehr witzig. Da hat sie reingeschissen, der Attentäter. Naja, ich weiß nicht, was dann der letzte Satz war, aber sie so, und dann ist alles geschissen oder so. Irgendwie sowas, das war richtig witzig. Und das war so gemein, dass alles beschissen war. Vielleicht. Also, nee, geschissen. Und dann hat ja alles geschießen. Ach so. Irgendwie sowas. War sehr witzig. Klang gerade sehr schweizerisch. Aber Tino, was ist passiert? Ja, also Leute, es ist viel Nazi-Mist passiert. Also, das ist, wovon du gerade sprichst, das ist ja nur der Höhepunkt. Ja, das, was jetzt in Hanau war vor ein paar Tagen, dass ein mutmaßlich rassistisch motivierter Attentäter in 2 Shisha-Bars da um sich geschossen hat und hat Dutzende Araber erschossen. Ich glaube, 12 Leute sind gestorben oder so. 11 Leute habe ich gehört und 2 davon sind aber er und seine Mutter. Ach genau, richtig, er hat noch seine eigene Mutter erschossen und war die auch
irgendwie arabisch, muslimisch. Ich vermute nicht, aber es ist ja auch, weiß ich nicht. Aber welcher Hurensohn erschießt denn seine Mutter? Ja, er. Okay. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ist auch nicht wichtig. Jedenfalls war das jetzt ein ganz, ganz großes Thema und es entfachte natürlich wieder die Debatte, wie stark ist denn auch die AfD schuld an solchen Zuspitzungen, die ja diesen Hass wieder salonfähig macht. Und man weiß ja auch von anderen Attentätern aus der Vergangenheit, die rechtsradikal waren, dass sie auf AfD-Demos waren. In der Timeline, weil ich war nicht da und ich habe das nicht mitgekriegt. Irgendwas haben sie verhindert, irgendwie einen groß organisierten, rechtsmotivierten... Wollte ich dazu kommen, genau. Okay. Es gab jetzt zum Beispiel eine Terrorgruppe, die Anschläge auf Moscheen geplant hat. Okay. Das waren 12 Männer, die sich als Terrorgruppe zusammengetan haben. Und die wurden zum Glück rechtzeitig hochgenommen und das war schon ein Riesending, ja. Aber das war ein Tag in den Medien und wieder völlig vergessen. Ich meine, als Silvester irgendwie ein Einkaufswagen gebrannt hat und ein Polizist irgendwie sich das Ohr verbrannt hat deswegen, war das tagelang in den Medien, ich schon. Und das war ein Riesending, Linksextremismus wird immer schlimmer, wir müssen gegen links vorgehen. Aber wenn hier schon wieder eine Terrorgruppe ausgehebelt wird von 12 Leuten, die auch konkrete Pläne hatten, 12 Moscheen anzugreifen und um sich zu schießen, das ist halt nach ein paar Tagen wieder vergessen. Und dann gab es jetzt noch eine Bombe, die sie gefunden haben im Mittelbau Dora, im KZ, wo sie auch noch nicht wissen, wo die herkommt. Keine Weltkriegsbombe. Wisst ihr nicht, dass das KZ nicht mehr in Betrieb ist? Oder? Vermutlich nicht. Okay. Keine Ahnung, also man weiß ja nie. Bei solchen, was kam die Bombe jetzt her? War die eine neue? Sie haben eine Bombe gefunden, eine neue Bombe, also keine aus dem Weltkrieg, sondern dann irgendein Junge, der Fahrrad gefahren ist, hat eine Bombe gefunden. Die sind so dumm, die Rechten, ne? Die wissen nicht mal, dass das KZ nicht mehr in Betrieb ist. Echt mal, dumme Leute. Noch nicht. Oder vielleicht haben sie gedacht, das ist noch im Betrieb und wollten die da rausspringen, damit sie endlich in Freiheit kommen. Samariter. Ja. Dann nehme ich alles zurück, dann ist das keine schlimme Nachricht. Aber dann war noch, dass der Bernd Höcke bei Pegida gesprochen hat, was ja auch so ein Tabubruch war, dass die AfD ja nicht wollte, dass man mit Pegida arbeitet. Aber Höcke hat sich gedacht, Tino, was hab ich denn alles verpasst? Pegida ist nur einmal in der Woche. Und ist hingefahren, hat dann eine Rede gehalten. Aber was ich auch witzig fand, seine Forderung war von Höcke, dass wenn er spricht, muss Lutz Bachmann, der Pegida-Gründer und Gesicht des Ganzen, von der Bühne gehen, weil die AfD nicht will, dass es gemeinsame Fotos von den beiden gibt. Aha. Aber halt reden auf der gleichen Veranstaltung, weißt du? Es ist halt so lächerlich. Schon ein bisschen. Was soll er denn dann so ein Foto noch irgendwie schwerwiegender machen aus der ganzen Geschichte? Jedenfalls gab es auch von dem Hanau-Attentäter ein Manifest, was sehr wirr war. Was zeigt, dass er durchaus auch ein nicht ganz ernstzunehmender Mensch ist, also einer, der jetzt psychisch nicht gerade gesund ist von irgendwelchen Verschwörungstheorien, und er hatte wohl persönliche Probleme mit Ausländern und hat sich jetzt rächen wollen und alles sehr wirr, und die AfD schiebt natürlich alles von sich und sagt, das war kein Rechtsextremer und wir haben damit nichts zu tun. Schwierig. Ja, ich habe mal wieder so einen schönen Vergleich gesehen von Gauland, der irgendwie vor kurzem war, wieder irgendwas, wo er gesprochen hat, oh, ein sogenannter Einzelfall, bla bla bla. Mhm. Und hier bei der Hanau-Sache war das Erste, was kommt, es ist völlig egal, ob das jetzt linker oder rechter Terror war. Das dürfen die Gedanken wir nicht sind bei den Opfern und so. Genau. Aber, Moment, also ich muss jetzt einen kleinen Exkurs machen und der endet dann beim Holocaust-Leugnen. Oh Mann. Nein, also pass auf. Ich gucke dann, wenn solche Sachen passieren, gucke ich dann immer mal bei dem einen oder anderen Rechtsblogger auf YouTube, ja, und schaue so, was die so machen. Mhm. Ich werde die jetzt nicht namentlich erwähnen, weil ich das gar nicht promoten will. Aber ich war tatsächlich, wenn man es vorsichtig so formulieren kann, positiv überrascht, weil eine dieser Personen, die halt auch sehr beliebt ist, also wirklich über 100.000 Aufrufe hat und durchweg gute Resonanz, der hat ganz klar gesagt, dass er das nicht gut findet, wenn unschuldige Leute sterben. Wow. So. Naja, ja, wow. Ich weiß, Tino, ich weiß. Aber er hätte dieses Video nicht machen müssen. Ja, stimmt. Auf der anderen Seite denke ich mir natürlich, klar, ist jetzt auch irgendwie strategisch, damit er einfach besser dasteht, damit keiner zu ihm sagen kann, der ist jetzt übelst der Rechtsradikale oder so. Radikal ist er halt eh nicht, aber er macht halt seine Videos mit klarer rechter Tendenz und sagt hier, abschieben und sowas. Mhm. Aber er sagt immer, er verurteilt es immerhin. Und das finde ich zumindest irgendwie positiv, weil er hat halt echt eine große Reichweite, die ihm relativ ungefiltert alles gut liken, was er hochlädt. Mhm. Und dann finde ich es immerhin löblich, oder was weiß ich, nicht löblich, aber ich finde es halt gut, dass diese Leute halt von ihm so ein Statement zu hören bekommen.
dass es halt nicht cool ist, dass irgendwelche unschuldigen Leute einfach niedergemäht werden. Ich nehme es denen aber nicht ab, ehrlich gesagt. Es ist in dem Fall egal, finde ich, weil es hat halt die Strahlwirkung, da sind halt so viele junge, beeinflussbare Menschen dabei, die müssen das halt auch mal hören. Wenn die von ihm sonst so viel Hetze hören, Ausländer sind scheiße, dann müssen die von ihm auf jeden Fall auch mal hören, dass es nicht geil ist, unschuldige Leute einfach über den Haufen zu schießen. Ich weiß nicht, von wem du gerade sprichst, ich weiß nicht, was er für Videos macht, aber wenn er in jedem Video immer wieder sagt, wie schlimm Ausländer sind und dass der Islam eine Gefahr ist, der hat und dann sagt, huch, jetzt sind welche gestorben, das ist aber nicht in Ordnung. Es läuft gerade eine Anzeige gegen ihn, ein Verfahren, und deswegen hat er sich jetzt zum ironischen Love-Channel gemacht quasi und sagt jetzt, oh, wir verteilen hier nur noch Liebe und so, macht er alles so noch ironischer, als es vorher schon gemacht hat. Und wenn du mich fragst, ist es heuchlerisch. Also erst halt aufzuhetzen, sich dann zu wundern, dass da Menschen sterben. Ich bin mir relativ sicher, ich gehe nicht davon aus, weil es kein Fakt, den ich weiß, aber ich bin relativ sicher, dass er das einfach gemacht hat für die Außenwirkung halt. So, dass er nicht immer dastehen kann als nur der Radikale, der einfach Russen oder alle kaputt hauen will. Das macht sowas. Die AfD ja auch, dass sie sagt, dass sie behauptet, oh, Gewalt geht gar nicht und so. Ja. Aber sie sind sich schon bewusst, also sie müssen sich dem bewusst sein, dass ihre Äußerungen dazu führen. Es ist halt die Frage, ob er der Erste wäre, der irgendwie die Guillotine benutzt, wenn jetzt irgendwie das System sich ändern würde und plötzlich die Ausländer wieder ganz scheiße sind, offiziell so. Wenn jetzt er dann plötzlich nicht mehr, dann ist das was anderes. Aber wie gesagt, für die Strahlwirkung für seine Zuschauer, das finde ich erstmal gut. Deswegen mache ich hier immer auch schwarzen Humor, damit die Leute daraus lernen, dass schwarzer Humor irgendwie ganz toll ist. Ich habe keine Ahnung. Nein, aber was ich eigentlich sagen wollte, durch dieses Video bin ich dann natürlich auf die Kommentare eingegangen, so, habe mir das angeguckt. Und da bin ich dann auf eine Seite gestoßen, die ich jetzt auch nicht weiter promote, wo dann augenscheinlich dieses Video, ich habe es da nicht gefunden, von diesem Typen aus Hanau, das Video noch online ist und dass es da überhaupt keine Verbindung zu Rechtsradikalen und so gibt, weil er die Amerikaner anspricht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass dass die Polizei nicht nur dieses online gesehen hat, sondern halt die Wohnung von dem einfach durchsucht hat und dann noch ganz andere Sachen gefunden hat und nicht nur aus diesem einen Video jetzt geschlossen hat, dass er irgendwie rechtsradikal motiviert war oder fremdenfeindlich oder was auch immer. Habe ich auch gelesen, fremdenfeindlich soll man gar nicht sagen, weil die Leute, die da wohnen, die sind ja gar nicht fremd, ja. Ich weiß. Es ist wieder so eine Terminusfrage. Aber es ist ja schon eine Fremdenfeindlichkeit, weil die Menschen ja vor Fremden Angst haben und glauben, dass sie fremd wären. Ja. Aber sind sie ja nicht. Es sind ja meistens auch eingebürgerte Deutsche. Naja, auf jeden Fall bin ich dann auf diese Seite gekommen und die ist halt sehr interessant, weil du findest da alles. Du findest da wirklich die rechteste Musik, du findest da Dokumentation, so schlecht selbstgemachte Dokumentation über warum der Holocaust nicht stattgefunden hat und so Geschichten. Ganz interessant. Ja, also es ist auch keine deutsche Seite, wer hätte es gedacht, aber da ist so ein Haufen Scheiße dabei. Alter Schwede. Ich habe auch eine Debatte gesehen im Bundestag, als es wieder um den Vergleich ging von links und rechts, die Linke und AfD und SED, NSDAP und so. Ja. Und da hat auch jemand gesagt, ein Haufen, also Leichenberge zu vergleichen mit Aktenbergen, das hinkt schon mal total. Ja. Also da kann man ja beim BKA, glaube ich, gibt es so Statistiken, PKS oder so heißen die. Mhm. Kriminalstatistik. Polizei ja, die kenne ich, sowas. Ja. Und da kannst du das direkt vergleichen. Da siehst du erstmal, in der Menge ist rechtsradikal motivierte Dings viel mehr. Mit Abstand, ja. Man weiß es nicht, also man vermutet sehr stark, dass die graue Zone, nee, nicht die graue Zone. Mann. Die Dunkelziffer. Die Dunkelziffer, Alter. Die Dunkelziffer. Alter, die Dunkelziffer. Die Dunkelziffer ist sehr höher bei linker Straftat, weil die schlechter zuzuordnen ist, sagt man. Möglich, da kommt's doch. Vielleicht, das gefällt mir. Das wollte ich eh gerade ansprechen, weil man ja nie so genau weiß, was kann man jetzt wohin zuordnen. Das sind ja oftmals auch nur Mutmaßungen. Also viele Statistiken sind ja auch nur mit nicht mal die Straftäter, sondern die Verdächtigen, dass die aufgeführt werden. Und es gibt ja auch von Ausländergewalt oder Ausländerstraftaten oder Delikten Sachen, die Deutsche gar nicht begehen können, wie so Residenzpflichten verletzt haben und so für Flüchtlinge. Deswegen ist es ja alles sehr verschwommen und verzerrt, was da ist. Aber selbst die AfD hat Anträge gestellt in Landtagen, dass sie die Statistiken haben wollten von Straftaten von links, rechts, Ausländern. Ja, die Namen von allen Messerstechern, die obersten Namen, das waren dann plötzlich Thomas, Paul, sowas, genau. Sowas, ja. Und wenn das dann rauskam, wollten sie von den Anträgen nichts mehr wissen. Das war auch mal sehr, sehr lustig. Ja. Weil das doch sehr, sehr einfach zuzuordnen ist. Ja, naja, auf jeden Fall rechtsmotivierte Straftaten sehr viel mehr.
in dieser Statistik und vor allem sehr viel mehr gegen Menschen. Und ich finde es halt einfach, also da kann man schon klar sagen, da sehe ich lieber ein Auto brennen als eine Person. Meine Rede. So, aber trotzdem heißt das seit langem, noch lange nicht, dass ich das irgendwie geil finde, wenn irgendwo Autos brennen, Tino. Ja, aber was? Also steck das Feuerzeug bitte wieder ein. Aber was Dunkelziffer angeht, muss ich aber auch sagen, als ich damals von mutmaßlichen Neonazis angegriffen worden bin im Zug und ich die Anzeige gemacht habe, ist es auch nicht eingegangen als politische Straftat, obwohl ich gesagt habe, die haben sich für Patrioten gehalten, die haben mich aufgrund meiner Partei, meines Parteiengagements angegriffen und die kamen von der 1. Mai-Demo, ich habe die da gesehen, ich weiß, dass die Nazis waren. Dann haben die gesagt, naja, aber es können ja auch einfach nur Patrioten gewesen sein, Konservative, und das können wir nicht als rechte Straftat verbuchen. Aber jetzt eindeutig Neonazis waren, richtige Klatzen und alles. Auch das ging halt nicht in die Statistik ein. Muss man auch sagen. Also es gibt in allen Fällen, vermute ich mal, hohe Dunkelziffern. Ja. Weil die halt nicht Heil Hitler gesagt haben, als sie mich gegen die Scheibe gedrückt haben. Schade. Schade. Hätte ich rauskitzeln müssen vielleicht. Ja. Was war der Gruß früher im Dritten Reich? Meinst du Heil Hitler? Ein schnelles Nazi, Quiz, ein Nazi. Schnelles Quiz. kriegst 5 Euro, wenn du diese Frage richtig beantwortest. Hätten sie nicht bestanden. Ja, also wie verfahren wir jetzt mit dieser Hanau-Geschichte? Make Shisha Bars great again. Naja, es gab schon Stimmen, die gesagt haben, oh, war das deutsche Christchurch? Ja. Da musste ich an unsere Bewertung denken. Er hat ja nicht live gestreamt. Das zählt ja dann nicht. Nein, das nicht. Christchurch war wegen dem Video so krass. Livestream und so viele Tote, ich weiß, aber dennoch nimmt das ja zu, solche Sachen. Und es gab jetzt in Australien irgendwie ein Attentat in 1000 Jahren. Neuseeland, meinst du? Neuseeland, ja, es ist ja da um die Ecke. Ja. Und in Deutschland ist es ja jetzt so, dass hier ständig irgendwelche rechtsradikalen Gruppen da aushebeln und dass nach Walter Lübcke und Halle und Hanau jetzt das immer mehr Zulauf nimmt. Haha, merkst du was? Siehst du? Halle und Hanau. Zum Glück wurden wir nicht in Hamburg oder Hubingen. Homburg gibt's noch. Ja. Ja, was ist das für ein Arsch? Kann man so stehen lassen, aber... Wir können gerne festhalten, dass Gewalt immer scheiße ist. Ach so. Menschen dürfen nicht ohne Grund einfach erschossen werden oder... Okay, oder das ist auf jeden Fall eine gute Erkenntnis. Eine Faust bekommen, so. Natürlich ist es so, also ich habe jetzt mit einem sehr guten Freund von mir gesprochen, neulich auf einer Demo, der, als es um Kemmerich ging, dass er ja Drohungen bekam, waren wir uns beide einig, dass man Familie nicht bedrohen sollte. Vor allem ist es der Kemmerich gar nicht wert, ihn zu bedrohen. Und er hat zu mir gesagt, aber Tino, wer mit Scheiße spielt und in Scheiße tritt, muss sich nicht wundern, wenn es spritzt. Das fand ich sehr interessant. Das ja. Fand ich interessant. Aber es ist Bullshit. Das kann ja in sein eigenes Gesicht spritzen. Also zu sagen. Ist es ja. Das ist es ja. Er ist in Scheiße getreten, indem er halt die AfD legitimierte. Also jetzt Kemmerich das als alles Beispiel ein. Ich meine, und dann spritzt ist, ihm ins Gesicht. Das ist für mich keine Rechtfertigung zu sagen, oh, jetzt bedrohe ich deine Frau, wenn ich sie auf der Straße sehe. Es ist auch keine Rechtfertigung. Es geht auch nur darum zu sagen, dass man sich nicht wundern darf, wenn man diese. Ja, aber wenn du sagst, nicht wundern, dann ist es halt schon so eine kleine, so eine kleine Freikarte für. Es ist keine Freikarte. Also ich finde einfach, dass es eher nicht so schlimm ist, dass man die bedrohen muss. Ja. Das finde ich, das ist halt Quatsch. Bedrohen ist halt sowieso ein bisschen dumm. Ist halt irgendwie. Quatsch. Warum auch? Bringt ja auch nichts mehr, er ist ja eh zurückgetreten und es war ja alles gut. Ja, ist jetzt alles gut, also das ist, was ich so halb in Spanien mitbekommen habe, ist ja nicht alles gut. Also, es ist gerade alles sehr fraglich. Irgendwie gab es da einen Vorschlag von Ramelow, hey, wir machen es so, die Alte von vor mir macht jetzt wieder 70 Tage irgendwie Übergang. Lieberknecht, und die ist von der CDU. Das wurde abgelehnt. Das siehst du doch mal, was für ein Rückgrat der Ramelow hat, ja, dass er sagt, okay, wir sind Wahlsieger. Boah, das glaube ich nicht, Tino, das macht er nur für die PR, weißt du? Weiß ich nicht, beides die Strahlwirkung vielleicht. Ist da auch egal. Beides vielleicht. Aber ich habe echt mit Spannung gewartet, was passiert, wenn der Ramelow jetzt die Lieberknecht von der CDU vorschlägt als Übergangslösung. Das kann die CDU doch nicht ausschlagen. Hat sie aber. Aber sie haben es gemacht. Okay, und wie geht es jetzt weiter? Was ist der neueste Stand? Gar es nichts. Es wird wohl so aussehen, dass wir jetzt ein halbes Jahr keine Landesregierung haben werden, keine funktionierende, und dass wir Neuwahlen bekommen Ende des Jahres, im Herbst. Ende des Jahres, Alter. Unfassbar. Toll, ne? Danke CDU. Dann machen wir gleichzeitig mit den amerikanischen Vereinten Nationen. K-
Quasi, Staaten, Doppelwahlkampf. USA. Ich freue mich drauf. Ja. Eigentlich nicht, da müssen wir wieder Unterschriften sammeln auf der Straße, dass wir antreten dürfen zu Wahlen. Das wird sehr anstrengend. Meinst du, ihr profitiert davon, von diesem ganzen Clusterfuck? Nicht nur wir. Ich glaube, dass AfD und Linke halt, ist ja auch laut Umfragen so zunehmen. Die CDU ist ja laut Umfragen um 10 Prozentpunkte abgestürzt. Ja, knistert schon wieder der Lautsprecher. Was ist denn diese Scheiße hier in diesem Studio? Hörst du das? Ich habe nichts gehört. Also dieser Lautsprecher, wo übrigens draufsteht, Lautsprecher nicht drehen, und der ist augenscheinlich in meine Richtung geneigt, was er eigentlich nicht sein sollte. Der ist vielleicht der knistert AfD-Wähler. Hier. Das ist alles räudig hier. Das ist alles scheiße. Sorry für die Tonqualität, Leute. Aber um das zu Ende zu bringen, laut den aktuellen Umfragen liegt die Linke bei 40%. Das gab es noch nie in Thüringen natürlich. Und AfD hat auch zugenommen um wenige Punkte und die AfD ist abgestürzt um 10 Prozentpunkte. Und FDP wäre auch raus. Was ist mit den Grünen? Ich könnte mir vorstellen, durch dieses ganze Tohuwabohu. Die sind eher zu den Linken gehuscht. Das meinte ich. Aber nicht zu den Grünen. Die Grünen sind auch links. Von den Grünen zu den Linken meine ich. Ach so, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Das blieb stabil, soweit ich weiß, einigermaßen. Okay. Also hätte ich mir halt vorstellen können, dass dann viele junge Leute, die, glaube ich, Grüne hauptsächlich gewählt haben. Also ich glaube, die jungen. Linke Grüne. Ja, so Linke Grüne. Nee, dass die sich halt gesagt haben, dann wähle ich jetzt doch lieber irgendwie Linke, damit der Ramelow wieder eine Chance hat oder so. Weißt du? Keine Ahnung. Möglich. Wie gesagt, ich war in Spanien, habe mir die ganze Scheiße nicht angetan. Mach ich habe ein, zweimal so eine Google-Nachricht bekommen, ey, guck mal hier, was da passiert ist. Dann habe ich gesagt, ey, hasta luego, muy buen. Pamelas! Ja. Oder so ähnlich. Palmela. Oh, Spanien ist schon schön. Ohne Spaß. Alicante war ich übrigens, habe ich vorhin noch nicht erwähnt, kann ich sehr empfehlen. Mhm. Überall wird hingepisst und hingekackt, weil die nicht so viele öffentliche Toiletten haben. Darüber hinaus richtig geile Stadt. Aber und da ich nicht riechen kann, ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Ja, wollte ich gerade sagen, das merkst du ja eh nicht. Ja. Aber ohne Spaß, hat irgendwie 330.000 Einwohner oder so, also gar nicht mal so groß. Aber schon groß. Ja, verglichen mit Weimar, ja. Aber vergleich's mal mit einer anderen Stadt. Nee, Weimar ist mein Maßstab. Ja, okay. Naja, auf jeden Fall so das Verhältnis von, wie bekannt ist die Stadt und wie geil ist die Stadt, ist da so am krassesten. Also ich kenne keine Stadt, die so unbekannt ist oder halt nicht so auf dem Schirm, weißt du, und aber dementsprechend so viel geiler. So. Ich glaube, durch dein Video werden die Touristen dahin. Ey, ohne Spaß. Ich habe den Trollsong groß gemacht. Kennst du den? Wen? Den Trollsong. Ich habe den damals gefunden. Da hatte der irgendwie 3000 Aufrufe oder so. Du meinst. Nee, den nicht. Den Happy Trollsong, irgendwie. Happy Grieving, irgendwie. Ich weiß es nicht, warte. Trollsong. Dann hast du ihn nicht groß genug gemacht. Und den habe ich in meinem Video The Troll verwendet. Ja. Das Video kenne ich, aber den Song nicht mehr. Warte, wo ist er denn, Alter? Happy Troll Song heißt der doch irgendwie sowas. Wann das war ist das? Die Quality Radio Time, die wir hier gerade. Wann war das? War das deiner Halbzeit? Ja, und jetzt hat er. Jetzt hat er 5,5 Millionen Aufrufe. Ich habe den Initialkick hingegeben, das kannst du aber wissen. Ah ja. Das sagt das nicht so ironisch. Ja. Noch nie gehört, also wahrscheinlich schon, ich kenne das doch, Video. Ich kenne das Video, ja, aber. Sagt dir gar nichts. Nee. Ist nicht hängen geblieben. Ja. Ich habe den groß gemacht. Fight me, Alter. Guckt euch die Chore von dem Ding an. Egal. Ja, also was. That's ist what los? He said. Wo waren wir gerade? Wer wurde schon wieder umgebracht? Wir waren gerade bei Spanien. Dass es da so schön ist. Und in Spanien gibt es auch nicht so viele Shisha-Bars. Dass du Spanien groß machen musst. Das ist das Schöne da. Da lebt man nicht so gefährlich. Shisha-Bars sind echt nicht geil, muss ich sagen. Ey, ich toleriere das, kann jeder hingehen, aber also, das gibt mir halt gar nichts. Naja, ich war einmal drin, das ist schon 4 Jahre her. Das war ein erstes Date mit einem Mädchen, die war eh so. Also, sie selber war eine Deutsche, aber hing halt mit vielen Arabern rum. Und wir sind dann irgendwie dann zu ihren Freunden in die Shisha-Bar. Dann hat dann da eine Typ irgendwie uns eine Liebes-Shisha ausgegeben, aber ich rauche ja nicht. Und was ist denn eine Liebes-Shisha? Die hieß irgendwie so Geschmack, Liebe oder keine Ahnung. Aha. Hat die uns da hingestellt. Ich dachte halt, ne, ich rauche nicht. Dann war er kurz beleidigt, aber dann war er wieder nett zu mir. Und da war ich zum einzigen Mal in der Shisha-Bar. Und es riecht ganz gut da drin, finde ich. Es ist immer sehr, sehr süß alles, ja. Du kennst ja diese richtigen Zigarettengerüche. Das stinkt ja immer bestialisch. Ja, ist mir schon klar, dass das nicht das Gleiche ist. So. Ja, aber aber es gibt mir halt einfach nichts. Da chillst dann da halt rum und puffst da halt. Wir rauchen ja auch nicht. Das wollen wir auch da. Ja. Tja.
Also wir gehen auch nicht ins Steakhouse zum Beispiel, das ist ja klar. Ja. Aber ich glaube, dass das halt das Jugendkultur-Ding ist aktuell, was noch eine Weile bleiben wird. Also wobei in Weimar die Shisha-Bar ja die Bekannte dicht gemacht hat und jetzt gewechselt ist, ne? Hier das vorne ist am Café oder ein Café am Bauhaus, genau. Von der Stadt subventioniert. Schön finanzielle Spritze, weil Bauhausmuseum, ganz, ganz toll. Alles Bauhaus inzwischen. Aber doch, ich mag Shisha-Bars. Also ich laufe gern dran vorbei, auch in Erfurt. Ich mag Shisha-Bars. Ich laufe ganz gern dran vorbei. Doch, auch in Erfurt, wenn ich mal zum Bahnhof laufe von am Bahnhof. Ich laufe auch so gerne am Bahnhof vorbei. Da nicht, das ist eklig. Aber der Weg dahin ist immer schön. Da kommen immer so zwei Shisha-Bars und da riecht es mal so nach Vanille und Erdbeer und so. Und denke ich, kannst auch ein Eis essen, Alter. Naja. Aber das gut, dass wir da mal drüber geredet haben. Der Kollege war wahrscheinlich auch kein Fan, aber das geht einen Schritt zu weit, Mann. Ja, so kann man es sagen. Ja, haben wir noch ganz kurz irgendwie Zeit für Unge, Tanzverbot und Abdel. Das ist zwar nicht diese Woche, sondern letzte Woche passiert. Wer ist denn Abdel? Ist das ein Rapper? Kann das sein? Nee, weiß ich nicht. Halt ein YouTuber, keine Ahnung. Es ist halt schon wieder alte Sache, deswegen würde ich es nur kurz anreißen. Aber ich fand es witzig, die sind ja alle auf Madeira, auf dieser Insel da unten. Haben so eine kleine Kommune gegründet. Genau. So eine Unge macht da Türsteher und lässt halt rein, wen er gut findet. Ja. Mhm. Und da gab es ganz großen Beef, ey, ganz groß. Weil Tanzverbot hat zu Abdel gesagt, er soll sich nicht so aufspielen mit seinem vermutlich Kanackengehabe, hat er gesagt. Aber aha. Abdel hat es halt verstanden, als hätte er Tricks Kanacke gesagt. Und dann hat sich Abdel immer weiter in Lügen verstrickt. Und oh, war das ein Riesending. Und dann musste Montana Black musste daherkommen und den Streitschlichter-Papa machen. Und oh, die Insel hat gebrannt. Echt, ja. Gibt es da so eine Art Schiedsgericht unter YouTubern? Und Monte ist der Vorsitzende? Ja, das war echt spannend. Krass. Irgendwie. Was waren die Zahlen? Ich glaube, 150.000 Leute haben dann den Twitch-Stream geguckt, was so hart viel ist auf Twitch. Die haben das live gestreamt, wie sie Monte, diskutieren. Der Mediator, quasi in der Mitte sitzt. Und das waren dann so 6-7 Leute, die quasi über Skype alle miteinander diskutiert haben. Und Montana Black war halt als einziger zu sehen, glaube ich. Ja. Ich habe es nicht verfolgt, Alter. Ich war in Spanien und habe mir gesagt, Alter, wollt ihr mich verarschen oder im scheiß Kindergarten? Was soll der Mist? Aber es ist natürlich spannend witzig. Irgendwie. Also ich hätte es gerne gesehen, einfach so als Außenstehender, der ja die Hälfte davon nicht kennt. Ja. Ich habe nur gestern noch ein Video gesehen, wie Tanzverbot irgendwie auf einem Bett saß und an seinem Bauch rumgespielt hat und meinte, oh, ist es vielleicht schon zu spät für mich? Ich habe jetzt 22 Jahre lang von Scheiße ernährt, von das McDonald's und so. Und jetzt, it's never too late. Jetzt stelle ich gerade fest irgendwie, dass ich mich scheiße ernährt habe durch Unge und die anderen. Und ich glaube, dass ich schon so viele Abnutzungserscheinungen habe an der Hüfte und so. Oder dass ich solche Dehnungsstreifen habe überall und er schämt sich für seinen Körper und er hat Angst, dass es schon zu spät ist. Ganz emotional, also ganz traurig. Defeatism. Es ist zu spät, es lohnt sich nicht mehr anzufangen. Ja. Oder war das sein Konsens? Nee, es war eher so. Reden wir hier gerade über die Fitnessroutine von Tanzverbot, ja. Alter? Lass doch mal lieber über Leichen und so Scheiß reden jetzt. Doch, ich hatte auch noch eine Leiche tatsächlich. Ja? Und zwar, der kannte ich auch vorher nicht, US-Rapper Pop Smoke. Wurde erschossen mit 20 Jahren. Aber das gehört ja zu jeder guten Karriere dazu. Wollte ich gerade sagen, sein Album kam vor ein paar Tagen erst raus und schon wurde er erschossen. PR-Move, Alter. Das hatten wir jetzt im letzten, seit wir den Brennpunkt haben, haben wir doch alle 3 Wochen mal einen toten Rapper, der aus PR-Gründen erschossen worden ist, oder? Ja. Also Falco ist wenigstens noch. Hast du das Album angehört? Nee, ne? Keine Ahnung, nein, natürlich nicht. Aber Falco ist ja auch vor seinem Album gestorben. Ja, früher war das ja umgekehrt, da sind die vor den Veröffentlichungen gestorben. Dann wurden die nochmal ganz groß. So geil ist Falco, der hat im Jenseits sein Album fertig gemacht. Quasi, genau. Geil. Das kam dann 3 Wochen danach raus erst oder so. Alter Schwede. War das nicht auch bei Michael Jackson so irgendwie, dass da auch kurz danach was rauskam? Eine DVD? Von Jackson kamen noch einige Alben raus nach dem Tod von Falco auch noch 3-4 Alben aus dem Jenseits. Wie sie es nur machen, ey. Das sind halt wirklich Künstler. Also zum Thema Leichen, da gibt es noch ein bisschen was zu erzählen immer, ne? Also US-Rapper, wenn die sterben. Wir sollten so einen Counter machen vielleicht so im Anfang des Jahres, wie viele Rapper gestorben sind. Meistens schwarze Rapper, die irgendwie in so Gangstergeschichten und Bandenkriege eingefädelt sind. Die wollen halt einfach authentisch sein. Weißt du, hier in Deutschland, ich bin hier krasser Sido und in meinem Block, da wohnen nur Kriminelle. Aber im Endeffekt, weißt du, ist alles ja stumm. Meistens stimmt es gar nicht, aber hier hat es wohl gestimmt. Ja. Naja, aber da wir gerade in Amerika sind, kann ich vielleicht da auch noch mal 1-2 Sachen runterbrechen. Da ist nämlich ganz schön viel passiert. Bitte, bitte. Eine Sache, die wir noch nie angesprochen haben. Impeachment, oh. Nein, das ist ja durch. Ja. Aber, oder ich glaube, ich habe es mal ganz kurz erwähnt vor ein paar Monaten. Aber die haben ja auch tatsächlich
echt harsche Migrationsgesetze mittlerweile unter Trump bekommen, dass dann irgendwelche Migranten von ihren Eltern getrennt werden, die Kinder in Käfigen teilweise gehalten werden, so echt harter Scheiß. Das war so, ja genau. Und ich glaube, wir haben da gar nicht ausführlich drüber gesprochen. Doch, jetzt, ich habe es mal angesprochen, dass Trump wohl Flüchtlingskinder irgendwie getrennt in Käfigen aufbewahrt. Und hier gab es jetzt auf jeden Fall das ICE, da wurde auch in South Park schon verarscht, so ist halt diese Organisation, die das da alles managt quasi. Mhm. Da ist jetzt so eine Geschichte, ich habe jetzt einfach mal der Tweet fasst ganz gut zusammen. Kevin was, oder ich übersetze direkt, also Kevin musste mit einem Therapeuten reden, den er in den USA bekommen hat, war halt einer so ein Flüchtlingskind. Mhm. Und der Therapeut hat gesagt, das ist alles privat. Stattdessen wurde alles an dieses ICE weitergeleitet und gegen ihn im Gericht verwendet. Ist das geil. Das ist aber nicht rechtens, oder? Tja, das ist halt die Realität da drüben. Das ist halt schon hart. Da sitzt du dann irgendwie vor Gericht und sagst, hier hast du aber deinem Therapeuten gesagt, dass du diese und diese Gedanken hast oder was weiß ich, wie es genau ausgesehen hat, aber holy shit. Ja, es war ja auch so, dass Trump-Wähler sich dann doch in den Arsch gebissen haben, weil ihre Eheleute irgendwie da nicht mehr einreisen durften oder ihre Partner, die sie in Mexiko hatten. Oder Alter, da gab es auch zwei Nachrichten, ich glaube aber letzte Woche schon. Zum einen hat sich einer beschwert, dass er jetzt warten muss am Flughafen, um aus Britannien, aus England nach Europa, ich weiß nicht genau, wo er hin wollte, dass er da jetzt länger warten muss, obwohl er hat, das ist nicht der Brexit, für den ich gestimmt habe, war so doch, der Konsens. Doch, ist es. Das ist halt, und genau das Gleiche gab es auch in Amerika. Da hat sich einer beschwert, dass Trumps Mauer durch seinen Hinterhof jetzt lang gezimmert wird. So, und dann könnte man sich fast denken, hey, ihr überlegt gar nicht, für was ihr da gerade abstimmt. Weil das doch empathielose Idioten sind. Weißt du, die schieben immer alles weit weg und so, ja, ich bin für eine Mauer, wenn die aufgebaut wird. Aber wenn du betroffen bist, genau, dann ist Polen aber geschlossen. Ja. Ich bin immer dagegen, außer es betrifft mich selbst. Dann bin ich auf einmal dafür. Oder andersrum. Ja, ist meistens so. Naja, auf jeden Fall müssen wir auch kurz das Thema US-Assange aufmachen. Das hat sich nämlich Leo auch gewünscht. Jetzt haben wir schon nicht mehr so viel Zeit. Ja. Aber zumindest können wir es mal kurz anreißen. Das Trump hat einen Deal mit Assange. Dadurch war es auch wieder diese Woche ganz, ganz groß. Das ist ja auch schon die letzten Wochen groß gewesen. Aber diese Woche kam raus und es ist auch mittlerweile absolut bestätigt, dass Trump, beziehungsweise Vertreter halt, wahrscheinlich eher nicht persönlich, Assange ein Pardoning, also wie heißt, du sagst das deutsche Wort immer so schön? Na, wenn man Pardon macht, wie heißt man? Wenn man eine Freisprechung quasi. Gibt es noch so ein anderes Wort? Also der US-Präsident kann jedem Kriminellen ein Pardon aussprechen. Ja, ich weiß, was du meinst. Begnadigung. Begnadigung, genau, das ist das Wort. Also Assange wurde eine Begnadigung angeboten, wenn er Trump covert, was diesen russischen Hack angeht. So, das war das Ding. Was jetzt übrigens auch wieder aktuell ist. Auch das offiziell bestätigte Meldung, dass auch 2020 die Russen wieder manipulieren wollen oder aktiv dabei sind. Und Trump hat sich sehr darüber aufgeregt, dass das zum Thema gemacht wurde. Ja. Und er will, dass Assange das nicht öffentlich macht. Nee, da ging es nur darum, dass er quasi das Gegenteil behauptet, soweit ich weiß. Assange soll halt mit seinem Insight sagen, oh, das ist nie passiert sozusagen. Obwohl es gelogen ist. Ja, und dann wäre er begnadigt worden. Und das ist absolut bestätigt. Also da gibt es auch nicht irgendwie, das ist kein Gerücht oder sowas. Alter, es ist doch so ein Affenhaus geworden, oder? Ich weiß nicht, die ganze Welt, das ist doch so schlimm. In der gleichen Woche kam auch raus, dass dieses mit Soleimani, was wir hatten, das war ja die offizielle Begründung dafür, dass es eine akute Gefahr gibt. Ist jetzt auch offiziell bestätigt, dass es niemals sowas gab. Der White House Memo hat das zugegeben. Und parallel dazu wurde berechnet, wie viel Trump jetzt schon quasi nicht verdient hat. Aber jedes Mal, wenn er golfen geht, wird das ja quasi vom Steuerzahler bezahlt. Mhm. So, und es wurde ausgerechnet, kumulativ, wie viel ist das? Und es kam raus, dass er der 10. bestbezahlteste Athlet in den USA ist. Nur dadurch, dass er golfen geht. So. So, Julian Assange. Genau, er sollte über das russische Hacken dingsen. Dann hat Trump auch noch zugegeben, dass er Giuliani nach zur Ukraine. Also eigentlich, das ist halt immer wieder das Gleiche. Erst sagt er, nein, das ist nicht so. Dann sagt er, das war doch nicht so, aber es war anders. Oder irgendwann später sagt er, es war so, aber ihr habt es verdient so. Es ist immer das gleiche Programm. Und das war doch von Anfang an so klar. Also alle, die mir damals gesagt haben,
warte erst mal ab, was Trump macht in seiner Amtszeit. Ich habe das auch gesagt. Aber ich finde es auch nach wie vor clever, das zu sagen. Also natürlich nicht zu sagen, ich bin jetzt blauäugig und nehme alles an, sondern vielleicht erst mal 1-2 Wochen verstreichen lassen, ob es wirklich so schlimm wird. Weißt du? Mittlerweile sehe ich, dass es schlimm geworden ist. Es war halt abzusehen, finde ich zumindest. Es war natürlich abzusehen, aber trotzdem würde ich erstmal sagen, wenn ich jetzt hier Panik mache, ey, das ist hier das Schlimmste, was passiert. Panik nicht, es ist auch kein Weltkrieg ausgebrochen bisher. Vielleicht um eine Haaresbreite nicht, aber es ist ja nicht passiert. Ja. Ich glaube auch nicht, dass, wenn die AfD an der Macht ist, dass wir sofort alle in Lager gesteckt werden, nicht sofort. Aber es sind halt Tendenzen da und man sollte eindringlich warnen. Und Menschen wie mich, die halt auch warnen davor, nicht als Hysteriker abstempeln. Mhm. Sind wir denn für die Freiheit von Assange? Ja, also ich schon, ja, prinzipiell. Ja, also Whistleblower müssen meiner Meinung nach um jeden Preis irgendwie beschützt werden, weil, also die Definition von Whistleblower ist ja, dass sie unrechtmäßige Dinge aufdecken, vom Staat zum Beispiel. Ja. Und das öffentlich machen. Wobei ich auch schon gelesen habe, dass Assange auch Sachen öffentlich gemacht hat, die echt nicht gut gewesen sind, wie in irgendwelchen antisemitischen Staaten Juden geoutet hat. So, und dass da auch dann Morde gab, habe ich gelesen. Ich bin mir gerade nicht total sicher, ja, aber weiß ich auch es gab nicht, so Sachen, die auch nicht so geil von ihm gewesen sind. Das ist die Sache, die halt, also selbst wenn es so ist, ist die Sache, die quasi in Kauf genommen werden muss. Weil du kannst nicht Leute, die Unrecht vom Staat aufdecken, kriminalisieren. So. Nee, es kommt von draußen. Echt? Das ist die Tür gerade. Ich höre hier so ein Rauschen. Vielleicht ist auch meine Nase wieder oder so. Du riechst ein Rauschen? Es geht so ein... Egal. Wir haben nur noch 3 Minuten. Wir müssen die Woche zusammen... Ach so, das Allerwichtigste. Während das alles hier rauskommt, dass auch jetzt 2020 wieder die Russen richtig schön bei den Amerikanern rumfuschen. Übrigens pro Trump, wer hätte es gedacht. Währenddessen vergammeln 3 neue Gesetze für Wahlsicherheit auf dem Tisch von Mitch McConnell, der Mehrheitenführer im Senat, der die quasi immer absegnen muss. Insgesamt sind es 385 neue Gesetze, die auf seinem Tisch liegen, die er einfach da vergammeln lässt. Und 3 davon sind halt für erhöhte Sicherheit bei den Wahlen. Supergeil. Also, wie bewerten wir die Woche? Es war für Shisha-Bars keine gute. Nee, aber Die Sensationsgeilheit war es ganz okay. Aber mega. Also, ich muss sagen, es ist eine der besten Wochen. Also, der... Eine der spannendsten Wochen jetzt aus der Sensationsgeilheit gesehen, natürlich. Ich finde find das schlimm. Ich will eigentlich keine Woche haben, die... Ich will eigentlich nur langweiligen Brennpunkt machen. Ich möchte spannende Geschichten erzählen von irgendwelchen YouTubern, Streamern, die Scheiße bauen, aber nicht über tote Menschen. Ist es eine 8? Eine 8 ist es schon, würde ich mindestens sagen. Mindestens, ja. 8,5 fühle ich irgendwie nicht. Obwohl es eigentlich, also Halle war ja nicht so krass, aber irgendwie war Halle lustiger. Aber jetzt. Weil der Typ so ein übelstes Opfer war. Ja, aber ich finde, es ist so eine Terrorgruppe, die irgendwie massenhaft Moscheen angreifen wollte. War das auch diese Woche? Ich dachte, das war letzte Woche. Da müssen wir aufpassen. Die letzten 2 Wochen, ich weiß gar nicht. Aber wir haben ja auch die letzte nicht gemacht, die Woche davor. Ja, aber wir können nicht hier irgendwie 3 Wochen aussetzen, sondern bewerten wir den ganzen Monat. Das ist ja unfair. Na gut. Ja, von mir aus, nee, 8,5, Mann, ey. Ah, komm, 8,5, ich finde. Für die Opfer. Ich finde 8,5 schon gerechtfertigt. Boah, ist das finster. Einfach weil es eine Scheißwoche war, komm, es war scheiße. Dreckshurensohn, Alter, ohne Spaß mit deinen hässlichen Verschwörungstheorien. Ich kann es mir nicht mehr anhören. Diese ganzen dummen Menschen, die. Oh, das ist wirklich. Das fängt bei Impfgegnern an, dann wieder die Flacherdler. Das ist alles so bescheuerte Schweine. Er jetzt wieder mit seinem Scheiß, ey, googelt den Namen nicht, lass den einfach irgendwie in der Unwichtigkeit einfach verrotten. Dieser Drecksbastard von Hanau, der wieder auch, oh ja, das sind irgendwelche Höhlen unter den Vereinigten Staaten, wo dann irgendwelche Kinder dem Satan geopfert werden. Und nur so eine Gülle, Alter. Ganz ehrlich, ey, versucht euch, wenn ihr euch informiert, einfach mal, also sucht auch mal gezielt Meinungen, die eurer widersprechen. Das will ich damit sagen. Nicht immer nur googeln, warum sind Impfungen schlecht? Dann wirst du halt nur die Scheiße finden, die dein dummes Weltbild bestätigen. Macht das bitte nicht. Und seid nicht so ein Hurensohn. Lasst die Leute in ihren Shisha-Bars rauchen, auch wenn ihr selbst keine Fans seid. Ist doch alles in Ordnung. Es geht nicht um Shisha-Bars, es geht auch um die Ausländer. Ja. Und nicht um die Shisha-Bars. Ja, ist doch alles richtig. Das wollte ich nochmal gerade stellen. Leben und leben lassen, liebe Leute. Ganz einfach. Es ist so blöd. Damit können wir doch den Podcast abschließen. Also ich finde, egal wer ihr seid, was ihr seid, seid glücklich, tut keinem weh, macht keinen Tod.
Das unterschreibe rettet, ich so. Rettet die Wale und dann ist alles schön. Okay. Dann müssen wir auch weniger berichten ja. über solche grausamen Sachen. Und haben viel mehr Harald Zeit. Harald Schmidt hat schon gesagt, die wichtigen, die, wenn du wirklich performen musst, das sind die Wochen, in denen nichts passiert. Stimmt. Also wir fordert müssen, uns mal raus, in dem eine Woche nichts passiert. Wir mussten bisher kaum performen tatsächlich. Ich würde gerne mal mit euch sprechen über irgendwelche YouTube-Skandale und Bibi ist wieder schwanger. Können wir aber nicht machen. Ich glaube, wir sind über die Zeit, die wird's mir egal. Tschüss. Bis bald. Auf Wiedersehen.